einen wunderschönen guten Morgen an diesem 17. Dezember. Ich habe heute ein Produkt mitgebracht, das ich euch wirklich gerne ans Herz legen würde, zumindest zeigen würde, aber ich weiß schon jetzt, das wird sich in 2 Minuten nicht erklären lassen. Ich stelle es trotzdem mal vor. Das hier ist der YubiKey 5CI, ein Hardware-Dongle, um sich bei Webdiensten und Services einzuloggen. Und dieser Key ist extrem spannend, weil in den letzten Monaten einige Dinge zusammengekommen sind, die den so spannend machen. Zum einen ist der erstmal auf den Markt gekommen. Das ist der erste Hardware-Dongle, Sicherheits-Hardware-Schlüssel, der einen Lightning-Anschluss mitbringt für iPhone-Besitzer und gleichzeitig eine USB-C-Schnittstelle hat für iPad-Pro-Besitzer. Ich werde also als Zielgruppe direkt anvisiert. Und zum anderen ist in der letzten Woche iOS 13.3 rausgefallen, was es ermöglicht, sich bei den Services, die man darüber zweit absichert, direkt einzuloggen im Safari-Browser. Da sind so Sachen passiert, die aus Sicherheitsforschersicht einfach jahrelang nicht passiert sind. Die sind jetzt kompatibel. Ich habe auch so andere YubiKeys mit NFC hier noch. Das funktioniert alles ganz toll, wenn man so Hardware-Schlüssel verwenden möchte. Ich wollte euch den mal zeigen, so exemplarisch, worauf man hinarbeiten kann, wenn man noch einiges an Passwortsicherheit vorher zu tun hat, beispielsweise mit einem Passwortmanager. Damit anzufangen, so eine zweistufige Authentifizierung zu benutzen. Das sollte man alles vorher regeln, bevor man anfängt, Sachen zu shoppen. Definitiv. Und dann kommt es natürlich wirklich darauf an, ob ihr für euch einen Anwendungsfall findet, wo so ein Hardware-Dongle einfach besser geeignet ist als die Codes, die man per App sich rausziehen kann. Wenn ihr in so ein Phishing-Netz vielleicht mal fallt, dann ist so ein Hardware-Dongle besser, den man einstecken muss und berühren muss, bevor es weitergeht und so weiter. Das sind aber sehr individuelle Geschichten und wie gesagt, das lässt sich in 2 Minuten, das ist alles viel zu kurz hier, viel zu anstrengend. Trotzdem, den gibt's jetzt, der wird von iOS unterstützt, von den ganzen anderen Plattformen ohnehin schon und deswegen ist dieser 5CI eine verdammt spannende Geschichte mit dem iOS-Update zusammen und insgesamt der Möglichkeit, jetzt so auch einen Schlüssel für vielleicht auch nur bestimmte Passwörter oder Dienste zu haben. Macht das mal über die Feiertage und dann sprechen wir uns nächstes Jahr diesbezüglich nochmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.